Pixar's Soul ist in erster Linie ein Kinderfilm. Doch während er seine komplexen philosophischen Fragen für ein junges Publikum gut verdaulich macht, gibt es ein paar Momente im Film, die nur die Erwachsenen wirklich verstehen werden. Hier sind die Dinge, die nur Erwachsenen in Soul auffallen. Als Joe Gardner zu Beginn von Soul vorgestellt wird, ist er ein Teilzeit-Schulbanddirektor, der davon träumt, ein professioneller Jazzpianist zu werden. Joes Träume scheinen in Erfüllung zu gehen, als er ein Vorspiel beim Dorothea Williams Quartett bekommt, einer hoch angesehenen Jazzgruppe unter der Leitung der professionellen Saxophonistin Dorothea Williams. Als Joe zu seinem Probetraining eilt und sich durch die beliebten Straßen von New York City schlängelt, kommt er an mehreren lokalen Geschäften vorbei. Aber ein Schild sticht als offensichtliche Anspielung auf eine echte Marke hervor, Jimmy Choo's. Erwachsene werden den Namen des Geschäfts sofort als Anspielung auf Jimmy Choo erkennen, ein High-End-Modehaus, das sich auf Luxusschuhe und Handtaschen spezialisiert hat und 1996 vom Couture-Schuh-Designer Jimmy Choo gegründet wurde. Warum Soul beschlossen hat, eine Anspielung auf ein reales Unternehmen einzubauen, wenn die meisten anderen Schaufenster entweder unscheinbar oder fiktiv sind, kann man nur vermuten. Aber während Kinder nicht zweimal über die Marken nachdenken werden, die in Souls New York City auftauchen, können Erwachsene zumindest über die eine, die sie erkennen, schmunzeln. Nachdem Joe in einen offenen Schacht gefallen ist und im Jenseits erwacht, findet er sich auf einem sich langsam bewegenden Förderband zum großen Jenseits wieder. Unsicher, was gerade passiert ist, fragt er die erste Gruppe von Leuten, die er trifft, was los sei, und sie teilen ihm ganz gelassen mit, dass er verstorben sei. Während Joe in Panik gerät, bemerkt eine der Frauen in der Gruppe beiläufig, dass das tatsächliche Leben nach dem Tod ihren Traum über das Walross übertrifft. Es ist schwer mit Sicherheit zu sagen, was diese Zeile bedeuten soll, wenn sie überhaupt etwas bedeutet. Es könnte nur ein alberner, leicht surrealistischer One-Liner sein. Doch wenn es eine spezifische Referenz ist, könnte es eine Anspielung auf Disneys Alice im Wunderland sein, in dem ein ziemlich verstörendes Lied namens Das Walross und der Zimmermann vorkommt. In dieser bizarren Musiksequenz tun sich ein intrigantes Walross und ein menschlicher Zimmermann zusammen, um eine Familie von kindlichen Austern von ihrer Mutter weg in ein Restaurant zu locken, von wo aus das Walross dann den Zimmermann ablenkt, damit er sie alle essen kann. That was a very sad story. Hey, and there's a moral to it. Oh yes, a very good moral, if you happen to be an oyster. Die kleinen Austern in Alice im Wunderland haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den unvollendeten Seelen im Du-Seminar. Und wenn man darüber nachdenkt, wäre das Walross das letzte gewesen, was diese Austern vor ihrem Tod gesehen hätten. Macht Soul eine morbide Anspielung auf ein Killer-Walross? Oder ist es nur eine harmlose Bemerkung über einen seltsamen Traum? Das dürft gerne ihr entscheiden. Als Joe das erste Mal auf dem Förderband landet, das ihn ins Jenseits transportieren soll, ist er ganz allein. Bei seiner Flucht stößt er auf das Seelentrio, darunter die Walrossfrau, die nur zu gern weiterziehen möchte. Anstatt sich ihnen anzuschließen, flieht Joe jedoch weiter das Förderband hinunter und findet sich plötzlich inmitten einer dichten Menge von Hunderten von Seelen wieder, die alle in Richtung Jenseits geschoben werden. Es hat etwas sehr Beunruhigendes, wenn das leere Fließband plötzlich sehr voll wird. Und sicher, im echten Leben sterben vielleicht jede Sekunde Menschen, aber in der Welt von Soul scheint das nicht der Fall zu sein, da Joe und die erste Gruppe, die er traf, ihre Abschnitte des Förderbands ganz für sich alleine hatten. Die naheliegendste Erklärung für die plötzliche Menschenmenge ist, dass ein paar Minuten nachdem Joe in den Schacht gefallen ist, etwas Katastrophales passiert ist, was dazu führte, dass eine riesige Menschenmenge auf einmal im Jenseits ankam. Es gibt ein paar Zeilen in Soul, die bedeutende Implikationen für eine Reihe von uralten Debatten auf der Erde haben. Nehmt zum Beispiel den Austausch, in dem Joe Jerry fragt, ob das Du-Seminar der Ort ist, an dem Persönlichkeiten entstehen. Und sie scherzt mit Joe, weil sie glaubt, dass die Menschen einfach mit ihnen geboren werden. Wenn man Jerrys Satz zu Ende denkt, scheint sie zu implizieren, dass die Menschen ihre Persönlichkeiten und auch ihre Seelen irgendwann nach ihrer Geburt erhalten. Der Prozess, wie er im Film dargestellt wird, scheint zu sein, dass Seelen zuerst erschaffen werden, dann ihre Kernpersönlichkeiten über die verschiedenen Pavillons im Du-Seminar erhalten und schließlich ihren Funken durch ihre Mentorenschaft unter anderen Seelen finden, die bereits gelebt haben und gestorben sind. Am Ende dieses Prozesses machen sich die Seelen auf den Weg zur Erde und werden vermutlich einem Körper zugeordnet. Jerrys Satz scheint darauf hinzuweisen, dass diese Körper zu diesem Zeitpunkt bereits existieren und dass die Seelen nach der Geburt ankommen. Dieses kleine Detail mag nicht besonders wichtig oder beachtenswert erscheinen, aber es ist tatsächlich ein sehr umstrittenes Thema in einer Reihe von Weltreligionen und Philosophien. Es wird dem erwachsenen Publikum von Soul sicherlich nicht entgangen sein.
Als der kosmische Buchhalter Terry entdeckt, dass die Zählung der Seelen, die ins Jenseits gehen, um eins daneben liegt, bringt er seine Bedenken sofort zu Jerry und schlägt Alarm, dass die Zählung daneben liegt. Jerry, der sich nicht darum kümmert, weist ihn ab, indem er annimmt, dass er einen Fehler gemacht haben muss, da die Zählung seit Jahrhunderten nicht falsch war. Beruhigend, oder? Falsch. Während die meisten Kinder davon ausgehen, dass Jerrys Satz bedeutet, dass die Zählung immer verlässlich ist, werden die Erwachsenen im Raum schnell erkennen, dass Jahrhunderte eigentlich gar nicht so lang ist, wenn man es genau nimmt. Je nachdem, wann die Seelen ins Jenseits strömten, sprechen wir von Hunderttausenden, vielleicht sogar von Millionen von Jahren, in denen Terry die Seelen gezählt hat. Wenn die Zählung seit Jahrhunderten nicht abweicht, könnte das bedeuten, dass eine abtrünnige Seele buchstäblich tausende Male zuvor aus dem himmlischen Raster gefallen ist. Rechnet man nach, fragt man sich, was aus all den verirrten Seelen geworden ist und ob sie immer noch irgendwo umherwandern. Als eine Seele, die ihren Funken noch nicht gefunden und somit ihren Erdenpass noch nicht verdient hat, hat 22 es geschafft, ein Jahrtausend lang im Du-Seminar zu bleiben. Das hat sie hauptsächlich geschafft, indem sie ihre verschiedenen Mentoren gequält und sich geweigert hat, bei der Seelenvergabe mitzuarbeiten. Tatsächlich hat 22 ihre Auflehnung gegen das Du-Seminar zu einer Art Kunstform perfektioniert, als ihr fälschlicherweise Joe als Mentor zugewiesen wird. Natürlich hat sie auch dieses Mal nicht die Absicht, sich dem System zu fügen. Und als Jerry sie erwischt und sie an Joe weiterreicht, passiert Folgendes. I'm gonna make you wish you never died. Most people wish that, 22. Off you go, bye! Das scheint in etwa richtig zu sein, bis man sich daran erinnert, dass Jerry in der einzigartigen Position ist, tatsächlich zu wissen, wie die meisten Seelen über das Sterben denken. Und zwar auch aus der Perspektive des Jenseits. Während er im Du-Seminar arbeitet, machen Jerrys Interaktionen mit Terry deutlich, dass es eine anständige Menge an Interaktion zwischen den Mitarbeitern im großen Vorher und im großen Jenseits gibt. Wenn Jerry also zugibt, dass die meisten Menschen sich wünschen, nie gestorben zu sein, scheint das zu bedeuten, dass das Jenseits vielleicht doch nicht so toll ist. Wenn es wirklich so großartig wäre, warum würden sich die meisten Leute wünschen, sie wären noch am Leben? Was passiert wirklich im großen Jenseits? Als 22 das erste Mal vorgestellt wird, wird schnell klar, dass sie absolut nicht die Absicht hat, das Du-Seminar jemals für ein sterbliches Leben auf der Erde zu verlassen. Tatsächlich haben die Jerrys Jahrhunderte über Jahrhunderte damit verbracht, den perfekten Mentor für sie zu finden, der ihr hilft, ihren Funken zu finden. Aber ohne Erfolg. 22 schließlich überdauert sie alle und in ihren Interaktionen mit Joe nennt sie mehrere bekannte Persönlichkeiten, die versucht haben, sie zu inspirieren, darunter Mutter Teresa, Marie Antoinette und Muhammad Ali. Aber als 22 Joe auf dem Weg zu ihrem Besuch in der Zone durch ihr Haus führt, sieht man, dass sie alle Namensschilder ihrer früheren Mentoren gesammelt hat, darunter auch ein paar bekannte Namen. Einige von 22s gesammelten Namensschildern sind Jeanne d'Arc, Nelson Mandela, Harvey Milk, George Orwell, Aretha Franklin, Amelia Earhart, Marvin Gaye, Martin Luther King Jr., Johnny Cash, Pablo Picasso, Babe Ruth, Harriet Tubman und viele mehr. Dies ist eine kurze Szene und Kinder werden wahrscheinlich nicht viele der Namen erkennen. Doch ist es ein lustiges Easter Egg für uns Erwachsene. Nachdem 22 zugestimmt hat, Joe bei der Rückkehr zur Erde zu helfen, begeben sich die beiden auf eine Tour durch das Du-Seminar, auf der Suche nach dem Funken von 22. Da es leichter gesagt als getan ist, einen Funken zu finden, nimmt 22 ihn mit in die Zone, den Ort, der zwischen der physischen und der spirituellen Ebene existiert. 22 erklärt, dass dies der Ort sei, an den lebende Menschen gehen, wenn sie so tief in ihre Aktivitäten vertieft sind, dass sie buchstäblich auf eine andere Ebene der Existenz transzendieren. Und 22 weist schnell darauf hin, dass jeder unter den richtigen Umständen eintreten kann, einschließlich Schauspieler, Tätowierer und Basketballspieler. Natürlich genießt es 22, die Leute in der Zone zu stören und hat ein besonderes Vergnügen daran, einen Basketballspieler zu vereiteln, kurz bevor er einen Korb macht, in dem sie Joe erzählt, dass sie sich schon seit Jahrzehnten mit diesem speziellen Team anlegt. Ein Blick auf das Logo macht deutlich, dass es sich um die New York Knicks handelt und die Textzeile eine Anspielung auf die berüchtigte Pechsträhne des NBA-Teams ist. Mehr als alles andere ist das ein Gag, der für die eingefleischten Fans der Knicks gedacht ist. Nachdem 22 in Joes Körper aus dem Krankenhaus ausgebrochen ist, ist sie verständlicherweise etwas überwältigt von den belebten Straßen von New York City und kauert sich in eine Ecke. Joe, jetzt im Körper einer Katze, lockt sie mit einem Stück Pepperoni-Pizza heraus und entfacht damit 22s bisher unentdeckte Liebe zum Essen. Für den Rest des Films ist 22 als Joe selten ohne irgendeinen Snack in der Hand zu sehen. Sei es ein Stück Pizza, ein Bagel oder sogar ein halb verzehrter Slushy, den sie unter einem Sitz in der U-Bahn findet.
Eine Sache, die ihr vielleicht nicht bemerkt habt, ist, dass 22 als Joe für irgendetwas von diesem Essen bezahlt hat. Und das liegt daran, dass sie es wahrscheinlich nicht getan hat. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie Joes Telefon benutzt, um etwas davon zu bezahlen, aber angesichts von 22s völliger Gleichgültigkeit gegenüber den irdischen Gepflogenheiten scheint es wahrscheinlicher, dass sie einfach das klaut, was ihr gut erscheint. Immerhin scheint sie kein Verständnis für Geld zu haben und wird fast ausschließlich von dem ID-Segment ihrer Persönlichkeit gesteuert. Es wäre fast noch untypischer, wenn sie etwas bezahlen würde. Natürlich ist das nichts, was jüngeren Menschen in den Sinn kommt, doch Erwachsene wissen nur zu gut, dass es so etwas wie ein kostenloses Mittagessen nicht gibt, egal wie gut es riecht. In Soul geht es bei Joes Reise ins Jenseits und zurück nur darum, seine Seele wieder mit seinem Körper zu vereinen. So als ob sie nur durch einen Sturz in den Gully losgerissen worden wäre. Und tatsächlich, als Joe seinen komatösen Körper im Krankenhaus wiederfindet, braucht er nur 22, die für ihn eintaucht, um wieder auf den Beinen zu stehen. Obwohl es Joe immer noch einige Mühe kostet, die Jerrys und Terrys dazu zu bringen, seine Seele in seinem Körper zu lassen, scheint der Körper selbst kaum Schaden genommen zu haben. Während Kinder diese Prämisse für bare Münze nehmen, können, werden sich alle anderen wahrscheinlich fragen, wie Joe am Ende wieder aufstehen und herumlaufen kann, als wäre nichts passiert. Immerhin war seine Verletzung schwer genug, um ihn nicht nur in ein Koma zu versetzen, sondern auch seine Seele ins Jenseits zu befördern. Joes Anwesenheit im Jenseits scheint darauf hinzudeuten, dass er für eine Weile tot war, was darauf hindeutet, dass er zumindest eine Hirnschädigung erlitten hat. Natürlich ist es großartig, dass Joe am Ende des Films eine zweite Chance bekommt. Doch viele Zuschauer werden sich fragen, ob das schwere Trauma, dass er bei seinem Sturz erlitten hat, nicht erhebliche Auswirkungen auf sein langfristiges Wohlbefinden haben könnte. Oder vielleicht wird ja auch alles wieder gut. Es ist ja schließlich auch nur ein Film. Seht euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.